Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Infizierte, Walker oder lieber Zombie? Egal, Hauptsache Untote. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit der Nerds Talking. Und hier sind eure sprechenden Untoten. Hier sind Andreas und Chris. Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, eurem Walking Dead und The Last of Us Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei live am Küchentisch zum zweiten Teil unserer Spin-off-Besprechungsabendrunde bei alkoholischen geistigen Getränken, um es mit Hom zu sagen. Ja, die Star Trek-Fans unter euch werden sich erinnern. Herzlich willkommen, Andreas. Hi. Ich freue mich und ich möchte sofort mit dir anstoßen. Ja. Prost. Dieses Mal gibt es im Vergleich zum ersten Mal, wo es natürlich wieder unseren Killepitch gab, traditionell bei Narzissmus, gibt es jetzt hier Valhalla Herbal Liquor Shot The Nordic Spirit. Hat schlappe 35 Umdrehungen. Aber gar nicht so schlecht. Und kommt aus Finnland. Ja. Ist doch sehr... Könnte was gegen meinen Husten sein. Ja. Ich habe ja jahrelang, Meditonsin eingeschmissen, wenn ich so eine Erkältung im Anflug hatte. Habe ich auch immer gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es gar keinen Wirknachweis für Meditonsin gibt. Exakt. Und dann habe ich mal auf die Zusammensetzung geguckt und habe gesagt, oh, du kannst auch einen Schnaps trinken. Ja. Und seit ich mich einen Schnaps trinke, habe ich genauso viel oder genauso wenig Erkältung wie vorher. Ja. Aber das ist so ein klassisches homöopathisches Ding, bei dem unsere Eltern niemals Bescheid gesagt haben, dass es was Homöopathisches ist. Ne? Das war irgendwie so drin. Ne? Meditonsin, sobald du eine Erkältung hast, ein bisschen Meditonsin rein. Ja, gar kein Wirknachweis, Leute, aber gut, wenn es euch hilft, warum nicht? Ja, ne? Warum nicht? Ne? Wir wollen jetzt hier nicht Meditonsin dissen, hat mir jahrelang geholfen, jetzt bin ich halt auf Krapper umgestiegen. Ja, genau. So, es ist alles in eurem Kopf und das ist auch gut so. So, wie kriegen wir jetzt die Überleitung zu Dead City? Auch das ist alles in unserem Kopf und das ist auch gut so. Nein, weiß ich nicht genau. Wir werden sehen. Wir haben für euch gebinged, wir haben, wenn ihr zurückgeht in der Timeline eures Podcast-Feedes, könnt ihr noch hören, wie wir über Frank Reusch und Daryl Dixon in Frank Reusch gesprochen haben. Oh, well. Jetzt reden wir über Maggie. Maggie und Negan in New York. Da bin ich auch mal gespannt, was deine Meinung dazu ist. Bei mir ist ja jetzt Daryl Dixon nur so semi weggekommen. Ich habe ja angefangen mit Daryl Dixon und habe dann Dead City geguckt. Bei dir war es ja umgekehrt. Mhm. Von daher ist jetzt meine Frage an dich. Für mich war dann Dead City durchaus eine, ich will nicht sagen Erlösung von dem etwas zähen Daryl Dixon, aber durchaus das kurzweiligere Programm. Wie ging es dir denn, dass du das umgekehrt geguckt hast? Das wäre jetzt quasi schon ein Fazit. Ich weiß, ich kann ja jetzt mal aus dem Nähkästchen unsere Redaktionsabstimmung quasi plaudern. Du hast mir gestern schon geschrieben, wie fandst du es denn? So, ja. Ne? Und da habe ich dir gesagt, nee, das sage ich dir on air. Ja. Und jetzt sage ich dir, das sage ich dir am Ende. Ah. Also bleib dran, ja. Am Ende gibt es auch noch ein Gewinnspiel. Nein, gibt's ein Gewinnspiel. Aber mit einem fantastischen Preis. Wusstest du, dass eigentlich fast alle Gewinnspiele bei Social Media fake sind, dass da nie irgendwas verlost wird? Doch, deine Daten werden verlost an den Meistbietenden. Ja. Wir machen das nicht, trotzdem freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Das schickt ihr uns an info@nerdizismus.de oder ihr schickt uns eine WhatsApp an die 015259647709. Wir freuen uns über Besuch auf unserem Discord unter nerdizismus.de/discord. Und wir freuen uns, wenn ihr ein paar Euro in unsere Merchkasse schmeißt unter nerdizismus.de/shop. So, in diesem Sinne steigen wir mal ein. Feedback haben wir natürlich erfahrungsgemäß keins, weil keiner von euch in der Lage war, so schnell uns eine Mail zu schreiben. Hat keiner von euch irgendwas zu Dead City oder zu Daryl Dixon geschrieben, aber wir werden ja dann noch bei der Rick Grimes Michonne-Serie und so weiter. Wie heißt die nochmal? Ja. Ich hatte es eben noch. The Ones Who Live. Wie wollen die das denn auf so einen Insta-Banner bringen? Das ist ja viel zu langer Text, das kann ich nicht lesen. Guck dir The wieder Walking Dead und dann noch The Ones Who Live. Guckt ihr wieder T-O-W-L? Cool. TWD-T-O-W-L. TWD-T-O-W-L? Hm? Und dann im Englischen wird es noch schwieriger. T-W-D-T-O-W-L. Ja, da wollen wir nochmal gucken. The Ones Who Live, das heißt dann auf Deutsch... Irgendwie. Die leben.
Ja, nee, das wäre zu einfach. Da musst du, das heißt dann irgendwie The Revenant oder irgendwie. Das ist schon weg wegen DiCaprio. Es muss aber irgendwas Englisches sein. Wir können deutsche Titel sind out. Da muss ja jetzt was Englisches anstelle des Deutschen hin. So wie bei Ghostbusters Legacy und bei uns heißt Aftermath. Nee, Afterlife. Afterlife, ja. Genau. Unser Original heißt Ghostbusters Legacy. Okay, wow. Wow. Ja, aber Afterlife wäre auch hier ein schönes Ding für The Walking Dead. Mm. The Walking Dead Afterlife. Mm. So. Oder Epilog. Ja. So. Gut, aber so weit sind wir noch nicht. Ja, aber wir werden das besprechen, wir werden auch besprechen, wie Terry O'Quinn, denn auch als Antagonist, wahrscheinlich ist er Antagonist, als Antagonist bei The Walking Dead wirkt, nach 25 Jahre nach Lost, darf Terry O'Quinn mal wieder was spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wirklich, wie das denn wird. Ja. Tja, was soll ich sagen? Dead City. Nachdem ich durch die völlig konstruierte und völlig unglaubwürdige Prämisse hinweg war, ging's eigentlich. Aber warum Maggie und Negan jetzt nach New York müssen, war schon... Also ich glaube, da hätte man lieber noch ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken müssen. Soll ich dir in einer Kurzzusammenfassung mal kurz überhaupt, soll ich dir mal ins Thema einleiten? Ja, leite uns doch nochmal ein. Also in The Walking Dead, Dead City folgt die Handlung eben jener Maggie Rhee, ne, die kennen wir ja seit der zweiten Staffel The Walking Dead, dürfen wir nie vergessen, ne, die war auf der Farm, auf ihrer Suche nach ihrem Sohn Herschel in dem von der Natur zurückeroberten und von Zombies überrannten postapokalyptischen Manhattan. Die Reise beginnt, als sie durch ein Fernglas die verfallenen Gebäude betrachtet und dann zum Easy Stay Motor Inn geht, wo sie auf eine Gruppe Überlebenden und überraschend auch auf Negan trifft. Und trotz ihrer problematischen Vergangenheit schließen sich Maggie und Negan zusammen, um Herschel zu finden. Parallel wird die Geschichte von Pearlie Armstrong, einem Marshall aus New Babylon, erzählt. Seine Aufgabe ist es, Negan, der wegen Mordes gesucht wird, zu finden und zurückzubringen. Pearlies Weg führt ihn also ebenfalls nach Manhattan und erst nach so ein paar Konfrontationen und Missverständnissen schließt sich dann Pearlie widerwillig Maggie und Negan an, beeinflusst auch durch die Dringlichkeit der Mission, Herschel zu retten. Die Gruppe ist in Manhattan ein bisschen unterwegs, begegnet den Manhattan Tribes People und anderen Überlebenden und sie entdecken Verbindungen zwischen Negan und dem Anführer der sogenannten Burazzi. Das ist nämlich eine Organisation, die Manhattan tatsächlich ein Stück weit beherrscht oder auch terrorisiert. Und dieser Anführer ist der Kroate. Das war einst ein Verbündeter von Negan und der beherrscht nun eben Teile Manhattans mit grausamen Methoden. Mit dem gibt es dann am Ende eine Konfrontation im King Francis Theater. Das stellt auch den Höhepunkt der Staffel dar. Maggie, Negan und Pearlie betreten das Theater, das jetzt Hauptquartier des Kroaten ist. Wir müssen nachher noch drüber reden, was dieser Kroate darin macht. Das Innere des Theaters ist ein Labyrinth aus Fallen und Wachen, was die Gruppe dann zu extremer Vorsicht zwingt. Und während ihrer Suche nach Herschel teilt sich die Gruppe auf. Maggie und Negan suchen Herschel, während Pearlie die Aufmerksamkeit der Wachen auf sich zieht. Im Keller finden Maggie und Negan Herschel in einem provisorischen Gefängnis. Und trotz seiner Erschöpfung und Angst ist Herschel unverletzt. Sie erfahren dann, dass der Kroate Herschel als Druckmittel gegen Maggie genutzt hat, indem er ihn entführt und als Geisel gehalten hat, um sie zu zwingen, Negan zu finden und an ihn auszuliefern. Die Gruppe bereitet sich darauf vor, das Theater schnell zu verlassen, wird jedoch vom Kroaten und seinen bewaffneten Anhängern konfrontiert. Heftiger Kampf, wir kennen's, bei dem Maggie, Negan und Pearlie gegen Übermacht an Burazzi kämpfen. Negan setzt sein taktisches Geschick ein, was wir auch schon kennen, während Maggie ihre Entschlossenheit und Fähigkeiten zum Überleben zeigt. Pearlie, der sich zunächst widerwillig der Gruppe angeschlossen hatte, erweist sich jetzt als wertvoller Kämpfer. Und der Kampf gipfelt natürlich in einem direkten Duell zwischen Negan und dem Kroaten. Und trotz der Übermacht und der Schwierigkeit der Situation gelingt es der Gruppe, den Kroaten zu überwältigen und die Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Der Kroate wird von seinen eigenen Leuten im Stich gelassen, was auch bezeichnend ist und zu seinem Fall führt. Und nachdem sie den Kroaten besiegt haben, verlässt die Gruppe das Theater mit Herschel, sind erschöpft, aber erleichtert, erfolgreich zu sein. Ihre Mission endet mit der Flucht aus dem Theater, das nun hinter ihnen liegt. Nach der Rettung offenbart sich dann die wahre Natur ihrer Beziehung. Maggie sieht ein, dass ihre Vergangenheit mit Negan und der Wunsch nach Rache sie fast das Wichtigste gekostet hätte, nämlich ihre Beziehung zu ihrem Sohn Herschel, der überhaupt nicht so glücklich über seine Rettung ist, wie er vielleicht hätte sein können. Sie verspricht, einen neuen Anfang zu wagen. Pearlie kehrt hingegen nach New Babylon zurück, wo er über seine Erlebnisse berichtet. Seine Erfahrungen in Manhattan haben ihn verändert und er reflektiert die moralischen Dilemmata, mit denen er als Gesetzeshüter in der postapokalyptischen Welt konfrontiert war und muss sich rechtfertigen für das, was er da getan hat.
Und die Staffel endet natürlich mit der emotionalen Szene, dass Maggie und Herschel wieder vereint sind. Tja. Okay. Zwei Anmerkungen zu deiner Zusammenfassung. Ja. A, das ist kein Theater, das ist der Madison Square Garden. Das ist eine Veranstaltungshalle, meistens für Eishockey und Konzert. Falls du das meinst, wo der Ultimate Fighting Ring drin aufgebaut war. Wo? Ach so, das sah von außen, ich weiß, dass die auch im Madison Square Garden waren, aber da habe ich dann vielleicht Das war immer nur der Madison Square Garden. Okay, cool. Es gab noch ein Theater. Und interessant, alles, was du sagst, ist richtig, aber ich hätte einen völlig anderen Schwerpunkt gelegt, wenn ich die Zusammenfassung gemacht hätte. Ja, dann mach mal. Also, sag mal. Der Punkt, der jetzt ja völlig außen vor ist, ist, dass ja wir eine Zurückführung. Also du hast jetzt den Schwerpunkt auf Maggie und Herschel gelegt. Mhm. Mein Schwerpunkt beim Gucken war aber vielmehr auf, man möchte uns Negan wieder madig machen, damit wir akzeptieren, wenn er jetzt sozusagen der neue Big Shot in New York ist, weil er ja den Kroaten so etwas beerbt. Das heißt, den Punkt, dass es da noch eine Dame im Hintergrund gibt, wie in Francoise Jeannette, hier die Dama, was auch immer sie steht, der ist jetzt da völlig untergegangen und komischerweise war das für mich irgendwie so der Hauptaspekt, wie ich ihn erfunden habe. Mhm. Also man wollte uns wirklich massiv erzähltechnisch, storytechnisch und auch visuell nicht nur mit Rückblicken auf besagte Ermordung von Glenn, sondern auch durch exzessive Gewaltdarstellung seitens Negan ihn definitiv wieder böse machen. Also der gute Negan, über den wir ja die letzten Jahre immer wieder philosophiert haben, ist man jetzt Team Negan oder wann kann man ihm verzeihen und bla und pi und peng. Also der soll hier wieder torpediert werden. Trotzdem glaube ich, not for real. Ja, aber das ist ja dann nochmal ein Thema für das Ende von diesem Podcast. Aber interessant, dass du den Schwerpunkt da drauf legst. Ich finde es interessant, weil ich glaube, dass deine Perspektive die ist, die die Macher haben wollten. Hm? Und dass ich muss dir fast sagen, ich habe diese Dame da, die da in diesem Hinterzimmer saß, und die war ja im Theater, ne? Die war nicht die mehr war im Square Theater, Garden, genau, sondern richtig, die genau. waren im Theater. Ich habe die schon fast wieder vergessen. Und das hat einen bestimmten Grund. Die war mir nämlich völlig schleierhaft, was die überhaupt wollte. Naja, sie wollte, also erstmal habe ich das Gefühl gehabt, grundsätzlich, ich habe einfach nur mal Daryl Dixon in New York gerade nochmal gesehen. Also da ich es ja andersrum mal zugeschaut hatte, hatte ich halt ehrlich gesagt einfach gesagt, ich gucke gerade das Gleiche nochmal, nur es ist halt jetzt in New York. Das ist halt, die Wege sind kürzer. Aber ansonsten, Leute, die durch die Gegend laufen, vor Walkern wegrennen, die übrigens in der deutschen Übersetzung jetzt auch nicht mehr nur Walker heißen, sondern jetzt ganz, ganz viele unterschiedliche Namen haben. Ja, Brüller und was auch immer. Genau, ja, also wo kommt das denn auf einmal her? Ganz was Neues. Ich meine, dass die Franzosen, die anders nennen, okay. Aber sonst bei meinen Amis waren es immer Walker, also oder Beißer, also es waren immer komisch. Das kam irgendwie so aus dem Nichts, dass die auf einmal anders heißen. Und vor allen Dingen, weil die Wege ja sehr, sehr kurz sind. Offensichtlich hat das ja alles relativ nah aneinander gespielt. Ja, und wo man bisher immer war, New York, Alexandria, Washington und so, das sind jetzt auch keine Welten. Also das ist ja... Wir sind doch nicht auf dem Weg nach Oceanside, oder? Nein, wir sind auf dem Weg nach Manhattan. Hier ist es. Ja, so, genau. Wow. Wow, das ging schnell, ja. Ja, also viele Dinge wurden mir da so reingeworfen. Natürlich fand ich es irgendwo befriedigend, dass Ruffy endlich ihr verdientes Ende gefunden hat. Das fand ich natürlich sehr schön. Boah, also Michelle Hurt, die großartige Michelle Hurt. Völlig verschenkt. Ich denke so, ist das Michelle Hurt? Es ist Michelle Hurt. Und keine zwei Minuten später ist sie Walker Futter. Da ist so, okay, was war das jetzt? Ja, also Michelle Hurt ist ja wirklich eine großartige Schauspielerin, aber sie hat in letzter Zeit wirklich keine gute Managerin oder keinen guten Manager, der ihr die Rollen aussucht. War die zufällig gerade da in der Nähe und gesagt, ach, bist du gerade da? Ja, komm, hier, lass dich mal eben schnell. Also, sehr seltsam. Ja. Also, wie kann ich so jemanden so verballern? Also, weiß komisch. Weiß ich nicht. Das war wirklich sehr seltsam. Und mir werden einfach in... Also meine Enttäuschung bei Daryl Dixon war ja,
ich hätte gerne was, oder mir wurde angeteasert in The World Beyond, ich erfahre in Frankreich was über den Ursprung des Virus. War nicht. Also nicht mal ansatzweise, meiner Meinung nach. Meine Enttäuschung hier war ein bisschen, dass ich so reingeworfen werde in dieses Setting. Und ich kann mich, also erstmal, ich musste die ganze Zeit überlegen, muss ich diesen Kroaten kennen oder muss ich ihn nicht kennen? Mhm. Ich habe da nochmal geguckt, nee, ich habe den vorher nicht gesehen. Mhm. Das heißt also kein etablierter Charakter, wie jetzt zum Beispiel hier von Steve Ock, der gespielte, wie heißt der? Simon, genau. Wenn der das jetzt gewesen wäre. Ja. So, sondern ich habe nochmal geguckt in seiner Filmografie. Selko Ivanecker ist der Schauspieler, der hat eine Menge auf dem Buckel, ja. Aber The Walking Dead gehört bisher nicht dazu. Nee, das ziemlich bekannter Schauspieler. Genau. Ich habe ja ganz kurz gedacht, dass die uns erzählen wollen, dass Simon das ist. Ja. Als wir den Rückblick auf Simon gesehen haben, habe ich kurz gedacht, Moment, ist Simon der Kroate? Nein. Ja, eben. Das so. Von daher kannte ich den nicht. Ja. Das heißt, da wäre es vielleicht irgendwie ein cleverer Twist gewesen, wenn das jemand gewesen wäre, den man halt wirklich aus dem Sanctuary gesehen hätte. Wie hieß zum Beispiel hier unser Kollege mit dem Bügeleisen im Gesicht? Ja. Ja? Schön, dass wir beide diese genau, ja, mit dem Bügeleisen im Gesicht, ja. Das wäre ja unter Umständen vielleicht nochmal jemand gewesen, den man da hätte reinbringen können, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, lebt er überhaupt noch. Ich glaube schon. Er ist ja dann gut geworden. Oder hier, es wird ja auch unser Rastafari sein können, der irgendwann einfach von der Bushaltestelle weg gewesen ist. Von der Brücke. Stimmt, von der Brücke abgeholt worden. Von der Brücke abgeholt worden, dann einfach weg. Also irgendwie hätte ich halt jemand genommen, den man kennt. So, okay, weil so musste wirklich erst nachgucken, okay, ist das jetzt dann wieder nur so ein Gesicht, was ich jetzt vergessen habe nach 10 Jahren, was ich kenne. Erinnerst du dich noch, da gab es doch auch mal irgendwie so einen komischen Latino-Charakter, der auch so randommäßig plötzlich wieder da war, der so 8 Jahre vorher mal irgendwie 2 Folgen dabei war und der eine ganz wichtige Bedeutung hatte, du musst ihn auf einmal kennen, so, okay? Ja, ja, aber ich meine, man hat ja so getan, als hätte man ihn damals schon gesehen. Ja, ja, genau. Und es war auch ganz schön, dass man da nochmal diese Sanctuary-Flashback hatte. Das war ja durchaus auch ganz nett. So, also den muss ich neu kennenlernen. Und dann muss ich plötzlich so ein New Babylon kaufen, was ich nicht kenne, was ich nicht sehe. Show, don't tell. Das dann auch wieder von Genet 2.0 geführt wird, die auch Genet 3.0 in The Dame, also in New York hockt. Ist mir alles irgendwie zu, und dann kommen plötzlich diese Marshals, da dachte ich mir so kurz im Moment, ach guck, gibt's doch wieder Law and Order. Ah nee, ist jetzt dann irgendwie nur so eine durchgeknallte religiöse Truppe, irgendwie sowas, ja. Die neue Hauptstadt, hallo? Das wurde uns gesagt. Das ist die neue Hauptstadt. Ja, self-proclaimed. Ja, self-proclaimed. So. Und es bringt mich halt, und es bringt uns halt leider auch hier alles nicht im Walking Dead Universum weiter. So, that's it. Entschuldigung, es ist total geil, weil ich gerade merke, dass wir diese Folge, dass wir diese Serie völlig gegensätzlich bewerten werden. Aber okay, gut, okay. Ich hab jetzt schon Bock. That's it und schlechte Reanimation und Autoanimation außen vor. Reanimation gefällt mir sehr, sehr gut. Hier bitte an dieser Stelle oder Pumpen einspielen. Ja. Muss ich sagen, hatte ich durchaus meinen Spaß, weil ich halt schlicht und ergreifend Maggie und Negan gerne sehe und weil das immer ein nettes Antagonistenpaar ist. Und die Idee, man könne Walker auspressen und aus ihm Methan gewinnen, war halt auch irgendwie so völlig absurd, ja. Dass ich gedacht habe, so, ja, okay, gut, why not, ja. Dann halt eben so, dann faulen die halt vor sich hin und dann kann man da Methan draus gewinnen und dann hat man halt neuen Treibstoff. Auch hier wieder, brauche ich dafür 6 Folgen? Ich weiß es nicht. Auch hier wieder, ist es dann am Ende fertig? Natürlich nicht, es geht noch weiter. Und ich hatte halt einfach, ich bin mit der Prämisse rangegangen, ich sehe einfach 2 in sich abgeschlossene kleine Geschichten. Mhm. Ich habe bei keiner von diesen beiden Geschichten erwartet, dass ich mir vielleicht noch eine 2. Staffel davon geben muss. Mhm. Und deswegen war ich halt zwischendrin immer so auf die Uhr geguckt, ja, nur 3 Folgen. Get on with the show, ja, mach mal irgendwas. Und dann am Ende war doch alles in beiden sehr gerusht. Für mich ein bisschen unterhaltsamer als Daryl Dixon, aber auch ein bisschen konvolutet, was so den Plot angeht.
zu viel, dann kommt noch diese eine komische Gruppe, die sie dann da treffen und dann wird dann irgendwie gesagt, ja, und du musst die ganzen Fraktionen in New York wieder zusammenführen, dann bist du hier der Häuptling und so weiter. Welche Fraktionen? Ich kenne die alle gar nicht. Ja, naja, die sie als am Anfang kennenlernen, ja, ne, und die ja nicht so viele sind, denen dann auch kämpfen, ja, bei denen sie ja am Anfang sagen, ja, das sind Tausende und dann plötzlich sind es irgendwie nur 10. Dann die ja, Fraktion vom Kroaten, mhm, und die im Theater rumsitzen. Ach, die gehören nicht zum Kroaten. Ja, der Kroate gehört zu denen, aber nicht die zum Kroaten. Also ja, so und das alles war irgendwie so ein bisschen überfrachtet, so dass ich mir da ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ist, aber was ich eingangs schon sagte, die Herleitung, warum Maggie und Negan, also die Grundprämisse, warum ich Maggie und Negan überhaupt eine Serie geben muss, habe ich schon nicht verstanden, als sie es angekündigt haben. Das macht für mich auch einfach immer noch keinen allzu großen Sinn. Also ich kaufe diese Grundprämisse nicht. Von allen Menschen, an die sich Maggie wenden kann, ist es ernsthaft Negan. Naja. Das ist ungefähr immer so, wie wenn die Avengers halt zufälligerweise gerade nie da sind, wenn man sie mal braucht. Ja? Naja, es wurde ja am Endeffekt klar, dass der Kroate ihr gesagt hat, dass sie Negan dahin bringen sollte. Ne? Das heißt, im Endeffekt war es ja nicht so, dass sie sich zufällig an Negan gewandt hat, sondern dass sie sich absichtlich an Negan gewandt hat. Es ist so witzig, dass wir wirklich das völlig unterschiedlich sehen. Ich fand die Prämisse super. Also, Moment. Also mit der Auflösung ist es natürlich was anderes, aber das habe ich ja erst 5 Minuten vor Schluss erfahren. Nee, ja, anders. Also, ich würde erstmal sagen, dass sich Maggie und Negan irgendwie zusammenfinden, das ist irgendwie eine seltsame Kiste, da gebe ich dir recht. Weil das war in den letzten Staffeln von The Walking Dead, seit Maggie zurückgekommen ist, oder war es nur die letzte Staffel, weiß ich mal gar nicht genau, war das allgemein schon so ein komisches Wabern, weil im Endeffekt hat sie schon lange von der Vernunft her akzeptiert, dass Negan jetzt irgendwie zu den Guten gehört und irgendwie jetzt mit ihr dabei ist. Sie kann sich aber emotional nicht darauf einlassen. Und hier wird das genauso weitergeführt, ja, und zwar bis zum Ende. Und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendwas passiert ist in ihr, weil immer noch begegnen sie sich mit totaler Argwohn, sind aber aufeinander angewiesen und arbeiten dann irgendwie trotzdem wieder miteinander zusammen. Und sie merkt auch, dass Herschel davon total genervt ist, in dem Moment, wo es natürlich konsequent zu Ende erzählt. So, aber erstmal, ich fand die Prämisse total gut, weil sie mich voll an ein Rollenspiel erinnert hat. Ne? Okay. Wir treffen uns irgendwie erstmal in so einem Last Man In, so quasi. Mhm. Ne? Also wir treffen uns in irgendeinem Motel und da suchen wir unsere Rollenspielgruppe zusammen. Und mit der Rollenspielgruppe haben wir dann eine Mission, nämlich wir müssen mal auf diesen zombieverseuchte Insel, die als allererstes natürlich abgerissen worden ist nach der Zombie-Apokalypse. Die Brücken sind zusammengeschmissen worden. Kann man alles gut verstehen. Und deswegen ist Manhattan jetzt total, man weiß nicht, was da ist. Mhm. So, deswegen super Rollenspiel-Setting. Ne? Wir gehen da jetzt hin und wir spielen da ein bisschen Dungeons and Dragons auf dieser Insel. Aber alles, was danach kam, fand ich auf eine Art fürchterlich und auf eine Art langweilig, dass ich mich durch diese Serie tierisch durchgequält habe. Also am Anfang waren da noch ein paar gute Ideen dabei, irgendwie Zombies, die irgendwie vom Himmel fallen, weil natürlich da Wolkenkratzer sind und sobald die irgendein Geräusch hören, springen die da runter. So, kann ich verstehen, war irgendwie noch eine ganz gute Idee. Aber danach war das doch alles generischer Quatsch. Und dann haben wir irgendwie diesen komischen Kroaten, bei dem ich mir auch überhaupt nicht darüber im Klaren bin, was denn eigentlich seine Motivation ist, da so sein Ding zu machen. Wer ist denn eigentlich diese Frau, bei der er immer wieder Rapport leisten muss? Was ist deren Motivation? Warum sind die da? Das ist ja fürchterlich. Also da will doch auch keiner sein. Also außer, dass die halt Strom haben, die haben noch nichts anderes. Die müssen halt dann irgendwie immer aufs Festland, um sich dann irgendwelche Nahrung zu besorgen. Also der letzte Ort, wenn das erstmal ausgeplündert ist, der letzte Ort, an dem du sein möchtest, ist ja Manhattan. Und da haben die überhaupt nichts drüber gesagt. Also die bauen da nichts an. Ich weiß nicht, wie die sich überhaupt ernähren. Also all das verstehe ich nicht. Das Einzige, was sie haben, ist Strom, weil er eine Idee hatte, wie man Strom produziert. Ja, das kriege ich aber irgendwie anders hin. Dann baue ich halt diesen Tunnel wieder auf und jag die Horde Walker da durch und mache die Verbrennungsanlage irgendwo anders. Keine Ahnung. Ganz, ganz komische Nummer. Ich konnte da sehr, sehr viel nicht mehr nachvollziehen.
Und dann war es auch ein Hin und Her und diese Schlacht ging unglaublich lange und dann waren sie da wieder an dem Käfig und dann waren sie wieder draußen und warum musste der überhaupt da Brot- und Spielemäßig in diesem Käfig kurz sein und warum waren da plötzlich so viele Leute drumherum? Wie werden die denn alle ernährt? Da wurde uns überhaupt nichts drüber gezeigt. Da fand ich fast... Ja, doch, sie überfallen ja alle anderen außenrum. Ja, aber da müssen sie auch mit dem Boot rüber und ja, so. Das ist ja, ich weiß. Also, das ist ja super gefährlich. Ja. Da fand ich schon fast die paar Szenen, die... Übrigens habe ich das Kind überhaupt nicht erwähnt. Also das Kind, was Megan, irgendwann Negan aufgenommen hatte. Genie, genau. Da fand ich die Szenen, als Genie in der neuen Hillside-Kolonie war und da so ein bisschen unterrichtet wurde und sowas, da fand ich ja noch fast die besten, weil ich irgendwie da gedacht habe, okay, hier wird uns ein bisschen Welt gezeigt und sinnvolles Worldbuilding. Aber alles, was auf Manhattan war, fand ich fürchterlich langweilig und fürchterlich verworren und irgendwo auch ganz, an ganz vielen Stellen nicht nachvollziehbar. Also so offene Fragen wie ernähren die sich? Wird, also außer Überfälle, das kann doch nicht sein, dass die immer aufs Festland müssen, dann irgendwie überfallen, dann mit diesen ganzen Supplies wieder zurück auf die Insel und da dann 10.000 Leute ernähren. Wie soll das denn funktionieren? Ah, wer weiß, wie viele Twinkies es noch abgepackt in New York gibt, ja. Ja, gut, die fressen ja auch das Zombiefleisch da an der Stelle, wie man gesehen hat, ne? Das muss natürlich nur vorher gecheckt werden, weil ansonsten bringt er den Koch um, der Kroate. Ja. Also alles. Das war so komisch. Also es war halt ein ziemlicher Cartoony-Villain, das muss man schon sagen. Gibt dir völlig unumwunden mit allem recht. Und auch diese Serie oder auch diese 6 Folgen waren jetzt kein, oh, ich kann überhaupt nicht warten, bis ich die nächste Folge sehe. Mhm. Ja, das ging mir bei keiner einzigen, also weder bei Daryl Dixon noch hier so. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass du halt einfach gewisse Leute halt Plot-Armer haben. Zwangsläufig. Daryl Dixon kann halt nicht draufgehen. Also ist jeder Arena-Kampf mit ihm halt langweilig. Ja, abgesehen davon denke ich immer so, ein Walker gegen Daryl Dixon, dem sie auch noch eine Axt oder so in die Hand geben. Come aber das on, war ein ja. Burn Walker. Ja, aber es, ja, come on, ja. Also da habe ich mir gedacht, so, da braucht ihr schon ein bisschen mehr, um mich da als Zuschauer irgendwie so ein bisschen zu involvieren, dass ich da mal ein bisschen Angst kriege. Hier waren die Endkämpfe ähnlich. Klar, hier und da geht mal einer hops von der neuen Truppe, aber die kennst du eh nicht. Du meinst Tommaso! Ja, genau. Warum haben die das immer gerufen? Habe ich auch nicht verstanden. Keine Ahnung. Das war irgendwie so auch. Ich habe dann auch mal hier dieses eine Lied, ja, das da die ganze Zeit lief, was der Kroate mal eingespielt hat. Wir können ja mal kurz reinhören. Das Lied hat den wunderbaren Titel Proklapat Che Shora von Mišo Kovač. Mišo Kovač hat ein sensationelles Bild. Wenn man ihn so googelt, dann hat er einfach einen Schnauzer und eine Kippe in der Fresse. Ja, sehr gut. Ganz großartig. Du bist wahrscheinlich des Kroatischen genauso viel mächtig Nein, wie ich. Nein, gar nicht. Kein Wort, völlige Ignoranz leider. Und diese wunderschöne Sprache, geradezu Poesie. Was glaubst du denn, was Proplakat Cemetora, was das wohl heißen mag? Weiß ich nicht. Erleuchte mich. Die Morgendämmerung wird mich zum Weinen bringen. Ah, das ist wirklich Poesie. Man kann es nie besser sagen als auf Kroatisch mit Broklablab, Cemisora. Ja. Und da machen sich die Amis über Deutsch lustig. Ja, jetzt wo du zu alles runter erzählt hast, ändere ich meine Meinung, behaupte das Gegenteil. Nee, ich habe halt meine Freude einfach an Negan in all seinen Facetten. Es war natürlich jetzt... Also, ich kaufe immer noch nicht, dass Negan wirklich böse ist, sondern er macht das Spiel jetzt mit und dann wird es sich am Ende wandeln. Ja, aber auch das hat er doch schon zweimal gemacht. Ich weiß, das hat er schon tausendmal gemacht. Auch das hier ist nichts Neues. Ja. Also, den Schreibern von The Walking Dead fällt nichts Neues ein. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, naja, dann lass uns doch irgendwie so die Klapperschlange nachspielen. Ja, wir nehmen einfach so die alte Kurt Russell-Nummer. Wer den Film nicht kennt, guckt euch den mal an. US-Präsident stürzt mit Air Force One in einen zum Gefängniskolonie umgewandelten New York City ab. Und Kurt Russell als aka Snake Plissken, immer noch der prototypischste Name eines 80er-Jahre-Actionhelden, Snake Plissken, muss ihn dann retten. Und ich glaube, Ernest Borgnine ist auch noch dabei. Stirbt natürlich, weil Ernest Borgnine immer stirbt. Ich hätte gesagt, sowas könnte man machen, dass man so eine kleine Klapperschlangen-Hommage macht, so eine kleine Odyssee durch New York, verschiedene Charakter trifft, aber dafür waren die mir halt alle auch nicht zu verschieden genug. Ja, die Gruppe, wo sie dann am Ende aufgenommen wurden,
die waren halt völlig belanglos irgendwie. Und statt man die Dama, so wird sie auch im Deutschen genannt, früher einführt, damit ich irgendwie so weiß, was da so abgeht und warum. Also ich meine, wie gut muss es denn Herschel da gegangen sein, dass er jetzt nicht mehr zurück will? Das habe ich, Herschel, das hätte ich jetzt noch gefragt. Beziehungsweise ich frage dich einfach. I don't get it. Hast du irgendwas an Herschels Verhalten verstanden? Nee, null. Der sitzt, wir sehen ihn relativ lange in irgendeinem Raum sitzen, sodass wir zeitweise auch diesen Fake Death fast kaufen, ja. Als die da irgendwie in diesen leeren Raum kommen und ja. Da sitzt so einer, dann denken wir, oh Gott, Herschel ist wirklich tot. Ja. So. Das heißt, das, was wir sehen, ist, dem ging es echt schlecht, der saß auf einem Stuhl gefesselt irgendwo rum. So. Und dann kommt der zurück und keift ununterbrochen Maggie an, die ja sowieso schon gesagt hatte, dass es gerade schwierig mit Herschel ist. Das kann man auch irgendwann nicht mehr mit Pubertät erklären. Das war doch irgendwie, also ich habe irgendwann gedacht, ey, reiß dich mal zusammen, Herschel. Was ist das denn für ein Verhalten hier? Du bist gerade gerettet worden von einem Irren, der seinen Koch umbringt, weil eine Made in seinem Zombiefleisch ist. Oh Wunder, so. Ja. Keine Ahnung, ich hab Herschel nicht verstanden. Vor allem, wie toll. Dann, ich hätte es ja verstanden, wenn er sozusagen als, ich sag jetzt mal, Ziehsohn bei dieser Tante da gewesen wäre und sie ihm halt einfach so New Yorker Manhattan Luxusleben vorgespielt hätte. Aber die Tante ist doch das Nächste. Woher hat die denn ihre Macht? In einer Welt, in der wir im Prinzip nur noch nach das Recht des Stärkeren. Das kann ich dir sagen, wo die Herren ihre Macht hat. Die war Broadway-Produzentin. Hallo? Da bist du in New York die mächtigste Person überhaupt. Ja. Ja. Präapokalypse. Ja, dann glaube ich dir sofort. Ja. Postapokalypse sitzt die in einem Raum rum, raucht und guckt böse. In einem Theater. Das heißt, die Leute, die da in dem Theater sind, sind immer noch nicht raus aus dieser Geschichte. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher die ihre Macht speist. Sie hat halt wie die Franzosen auch ein Faible für seltene Kunst. Auch die steht da wieder rum. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sie möchte halt, aber was hat sie denn davon? Also, was hast du in diesem Szenario überhaupt davon, wenn du New York besitzt? Weil wenn ich mir... Ja, nichts. Das sage ich ja gerade. Wenn ich mir das vergleiche mit einem CRM oder einem Commonwealth, die machen die doch platt. Also, das Commonwealth oder das CRM. Ja, also, beide machen die platt. Du stirbst einfach in Manhattan. Genau. Punkt. Ja. Also, wenn die Brücken, das fand ich ja wirklich eine gute Erklärung. In Manhattan wohnen, wie viele Leute? 1,5 Millionen haben sie, glaube ich, da drin gesagt. Das kann ich mir gut vorstellen. Dass ich dann als allererstes die Brücken und Tunnel sprenge, völlig klar. So, weil ich will ja versuchen, die da wegzuhalten. So. Und danach ist Manhattan einfach kein Ort, in dem du leben willst, weil du kannst nichts anbauen. Ja gut, es gibt den Central Park, aber der wird auch nicht für die ganzen Leute reichen. Was hatten wir im letzten Cast gehört von dem Feedback da? 500 Quadratmeter braucht der Mensch ungefähr. Für eine Person, ja. Für eine Person. Ja. Wie viele können dann durch den Central Park versorgt werden? Weiß ich nicht. Das rechnest du jetzt mal eben aus. Ich guck mal eben schnell, ja. Aber es schien ja auch gar nicht so, als würden die das machen. Und die alte Frau sitzt halt ununterbrochen in diesem Theater und ich habe mich gefragt, woher hat die ihre Macht? Weil bei allen Antagonisten, bei allen Führern haben wir bis jetzt gesehen, die sind halt dadurch, dass die sehr, sehr hart sind und ab und zu auch mal aus ihrer Härte heraus irgendwen umgebracht haben. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wie Saddam Hussein, ne, quasi mein Führungsmittel ist Willkür. Ne? Mhm. Und dadurch folgen wir alle nach, weil sie könnten ja von dieser Willkür irgendwann betroffen sein. Das verstehe ich schon. Aber die hat doch nichts. Also die könnte ja jeder, selbst Herschel, hätte die ja umbringen können. So. Oder irgendeiner von diesen komischen, versprengten New Yorkern. Also habe ich alles nicht verstanden. Ich fand, um mal was Gutes zu sagen, ich fand den Cast von Jelko Ivanek als Kroate fand ich wirklich gut. Ich finde diesen Antagonisten ein bisschen einseitig, auch wenn er natürlich hochintelligent ist, aber hochintelligenter Psycho haben wir auch schon mal gehabt. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir so einen Charakter irgendwie haben. Aber ich fand den Cast gut. Also ich finde, dieser Typ spielt das einfach gut. Wobei, einen hochintelligenten Psycho zu spielen, ist wahrscheinlich auch nicht so schwierig an dieser Stelle. 6.800 Menschen kannst du ungefähr im Central Park ernähren. Okay, gut. So roundabout. Das könnte ja tatsächlich funktionieren, wenn sie entsprechend, aber wenn sie das machen würden. Ist ja nur theoretisch bei 3,4 Quadratkilometern Größe, aber da sind ja auch Seen drin und bla und Pi und Peng und Baseballfelder und brauchst du Baseballfelder, hallo. Das soll man nicht klappt machen. Also nur theoretisch.
diese Geschichte rund um die alternative Energie, die so angeteasert wurde, wo jetzt auch New Babylon drauf scharf ist. Das hätte ich viel, also das gilt auch für Daryl Dixon. Diese Serie nimmt sich so unglaublich viel Zeit, wo du so denkst, so come on, erzähl mir doch mal, worum es geht, mach mich doch mal invested in die Geschichte. Ja. Dass der zum Beispiel sagt, hey, ich habe eine Methode gefunden, wie wenn ich die den Zombie, wenn ich die auspresse, dann habe ich Zombiesaft und daraus kann ich Methan machen und mit dem Methan habe ich hier den neuen Motor und damit können wir alle wieder Auto fahren. Mhm. Und weil er dann die einzige Panzertruppe hat und betreiben kann, weil der unendlich viel Treibstoff hat, keine Ahnung, hat er einen Machtfaktor. So könnte man es ja irgendwie spielen. Das aber er kann essen, aber gut. Whatever, aber er hat die Panzer. So, genau, und damit kann er die anderen platt machen, weil er hat halt Treibstoff für die Panzer, das haben die anderen nicht mehr. So, okay. Das wäre irgendwie so ein Ding. Oder er kann halt irgendwie irgendwas halt mit dieser, wenn du Energie hast, hast du einen Punkt. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn er im Vergleich zu den anderen halt unbegrenzte oder unbegrenztere Energie hat, und so weiter, dann könnte er irgendwas draus machen. Ich würde vielleicht noch sagen, dann mach doch mal das Licht an, wenn du so viel Energie hast. Zum Beispiel, ja. Aber daraus wird ja nichts gemacht. Stattdessen ist es irgendwie eine Droge, weil alle dran schnüffeln. Also ich meine, da gibt's diesen Tank, da ist dann dieser Walker in dem Formaldehyd drin, keine Ahnung was, und da gibt's diese Atemmasken, dann müssen sie alle dran schnüffeln. Stimmt, da gab es ja noch diese komischen Szenen, in denen sie die ganze Zeit an diesen... Ja. Ja, ich meine, es ist Methan, das stinkt halt wie Furz. Also ich meine, das ist jetzt... Ja, aber ich glaube, das war mehr so, dass da halt alles voll Methan ist und sie das da durch müssen. Nicht, dass sie da... Nein. Als der Pearl oder Pearly, den du übrigens in 46 Folgen Grey's Anatomy gesehen hast, du vielleicht bald, ja, beziehungsweise Forever Nerd Girl macht einen Rewatch gerade von komplett Grey's Anatomy. Deine Freundin hat sie schon hinter sich, habe ich gehört. Ja. Der Pearly soll in dem UFC-Ring da hingerichtet werden. Ja. So. Und vorher muss er ja an diesen Methan schnüffeln. Ja. Und da waren aber so 4, 5 von diesen Gasmasken dran, so als wäre das so die allgemeine Schnüffelstation, so für alle so ein bisschen. Ja, damit die schwächer sind, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das ist es ja alles, das war alles so völlig verwirrend irgendwie. Und dann kommt der Liebesbrief aus seinem Schuh raus. Warum, wie kommt er da drauf, dass er einen Liebesbrief im Schuh hat, nur weil er sich mit dem Schuh verteidigt, was übrigens eine ganz clevere Idee war. Ja. Und dann so, oh, aber in ihrem Schuh verstecken sie doch irgendwas. Hä? Wieso? Und dann ist halt ein Liebesbrief, der ihm jetzt genau was sagt? Gar nichts. Aber ich finde es schön, dass ich jetzt mittlerweile auf die dunkle Seite gezogen habe. Aber ich würde hier nochmal sagen, die Serie, die wir letzte Woche besprochen haben, ne, die Serie mit Daryl in Frankreich, ja, die hatte so ein paar Punkte, die sie von anderen Serien unterschieden haben. Die hatte und so ein paar Punkte, die mich auch rätseln lassen, was hat es damit auf sich. Ja. Und die hatte halt diesen Jungen, der irgendwie ein mysteriöses Feeling ausstrahlt. Die hatte Frankreich als Neuerung. Die hatte auch irgendwie diese französischen Nationalisten, die da irgendwie ihre Show machen. Und wo man ja irgendwo verstehen kann, was die da wollen. So. Ja. Hier habe ich nicht so richtig verstanden, was diese Serie mir wirklich Neues erzählen möchte. Diese Serie zeigt mir, wie Manhattan sich entwickelt hat. Aber an keiner Stelle irgendwie eine nachvollziehbare Rolle. Sie zeigt mir natürlich eine Entwicklung von Negan. Sie zeigt mir eine Entwicklung von Maggie, die am Ende aber im Prinzip genau da stehen, wo sie am Ende von The Walking Dead standen. Sie zeigt mir einen seltsamen Herschel, der irgendwie super krass pubertär ist und Maggie aufzeigt, dass Maggie in ihrem Hass gegen Negan total verbohrt ist. Das wussten wir aber auch schon am Ende von The Walking Dead. Und sie zeigt mir einen völlig irren Kroaten. Und am Ende bleibt vielleicht nur noch diese Frau übrig, die ich ja schon fast vergessen hatte, weil ich sie überhaupt nicht mehr einordnen kann, diese Dame. Aber was bleibt denn übrig? Was wollen die uns denn in der zweiten Staffel noch erzählen? Wie Negan mit dieser Dame dann Manhattan unterjocht? Mit welcher, wie denn? Im Negan-Style halt, indem er zu den einzelnen Gruppen fährt und dann sagt, hallo, ich bin der Negan und wenn ich nächste Woche komme, hätte ich gerne Getreide und wenn ich nochmal komme und kein Getreide ist da, hau ich euch platt. Das heißt, er baut das neue Sanctuary auf. Exakt. Gut, das sagen sie auch irgendwann, glaube ich, sogar. Genau, richtig, ja. Wortwörtlich. Und dann hast du noch den internen Kampf, weil der Kroate jetzt zweite Reihe ist. Das findet er jetzt halt kacke. Aber wollte ich damals, als The Walking Dead lief,
Hätte ich da mir gewünscht, dass wir mehr Saviors sehen? Nö, weil wir haben ja, du weißt ja, wie Negan, also ich muss jetzt nicht nochmal sehen, wie Negan ein Sanctuary aufbaut, weil ich kenne das ja schon. Ja. Das habe ich ja schon durch Rick Grimes Brille gesehen. Ja, keine Ahnung. Also mich interessiert, wenn dann eher dieses New Babylon. Okay, ja. Fair enough, das finde ich auch. Könnte man was mitmachen. Genau, das fand ich auch am Ende noch relativ spannend, dass der da sich zur Rechenschaft, der zur Rechenschaft gezogen wird, weil die auch wirklich hart sind. Wir haben ja auch ganz am Anfang irgendwie gesehen, wie da so ein paar Leute gehängt worden sind, weil sie irgendwas gemacht haben. Ja. Und Negan hat ja irgendwie den Tod sogar wie oft verdient? Mehrfach? Vierfach oder sowas, ja. Also das, ja, da haben wir wirklich irgendwie einen. Aber gibt's denn nicht einmal auch ein leuchtendes, also es gibt, also außer Alexandria und Hilltop sind alles Arschbacken, oder? Du verstehst es nicht. Die sind ja nur deswegen Arschbacken, weil unsere Leute immer dahin kommen. Davor funktioniert das ja auch. Ja. Pamela hatte auch ihre Nummer da im Griff, so bis denn unsere Leute dahin kamen und dann ist alles zusammengebrochen. In Frankreich war alles schön, bis der Riddle. Beim Governor war alles schön, ja. Das war alles super. Ja. Wie heißt der? Die Lusche Gregory hatte auch alles im Griff in Hilltop, ja. Das finde ich übrigens schön, dass irgendwann in Hilltop mal der Name da wird irgendwie gesagt. Von Herschel, glaube ich. Boah, ich laufe jetzt zu Xander. Ich habe gedacht, Moment, wer ist Xander? Meinen die Xander Berkeley? Das war nämlich der Darsteller von Gregory. Hat er das echt mal gesagt? Ja, der sagt, also, ich laufe jetzt zu Xander. Ich so, okay, wer ist das denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Also mich hat diese Serie im Gegensatz zu dir offensichtlich sehr, sehr ratlos zurückgelassen. Und während ich wirklich Bock habe, weiterhin in Frankreich zu sein und zu gucken, was mit dem Jungen da passiert und was mit dieser Nationalistengarde passiert und was mit Daryl passiert, habe ich hier wirklich gar keinen. Also ich gebe dir in allen Punkten recht, die du aufgeführt hast. Ne? Vielleicht habe ich mich einfach ein bisschen von Negan blenden lassen. Vielleicht habe ich auch einfach mehr New York-Fable als du, weil er halt da schon ein paar Mal war und du hast ein paar Mal in Frankreich. Vielleicht ja, irgendwie das kann absolut sein. Ja. Vielleicht warst du irgendwie das. Trotzdem war auch hier verschenkte Ideen. Mit diesen Ziplines hätte man so geile Sachen machen können. Ja. Ja. Habe ich auch gedacht, dass sie das machen, aber es wurde dann zweimal eingesetzt. Genau. Aber was hättest du Geiles mit diesen Ziplines machen können? Zum Beispiel irgendein Tribe, der halt wirklich sich so von 60. Stockwerk zu 60. Stockwerk irgendwie hangelt oder so. Und deswegen aber halt relativ unangreifbar ist oder weiß halt Teufel was, ja. Und dann nur von Zipline zu Zipline hüpft oder so. Das hätte man. Also einige Ideen, die da so drin waren, auch diese eine Gefangene, der dann da geflüchtet ist. Im Trailer dachte man noch, das wäre ein Walker, der rennen kann, weil das nur so angedeutet war, der so viele blaue Flecken hatte und so weiter. Und dann scheint es wohl ein Ding zu sein, dass man die also flüchten lässt, um sie dann absichtlich da runterfallen zu lassen oder so. Ja. Ja, okay. Muss ich mir aber auch wieder denken, hätte man ja vielleicht vorher mal so, keine Ahnung, ein paar Goons, die da Wetten drauf abschließen oder so. Das musst du einfach sehen. Das siehst du durch das leichte Lachen des Kroaten. Ja, ist mir schon klar. Seinen Mund umspielt. Aber man hätte doch einfach ein paar Goons filmen können, die halt da Wetten drauf abschließen, wie weit der es schafft oder so. Ja. Ja. Oder irgendwie Herschel halt auch so eine Zipline da hinlegen. Dann wäre irgendwas interessant gewesen. Was ich noch interessant fand, war diese alte Taubenlady. Aber die wurde ja auch relativ schnell einfach abgekratzt, abgekillt. So, Die Hebräisch spricht for absolutely no reason. Ja? Schade, war das Hebräisch? Das war, hat mir der Untertitel gesagt. Ach so, ich dachte, die spricht auch irgendwie Kroatisch oder so. Nee, das war Hebräisch. Okay, wow, Hebräisch. Ja, und da dachte ich, ach guck mal, nee, was haben wir da? Können wir sie vielleicht irgendwie zu einer jiddischen Gemeinde oder so? Nee, das war aber da auch nicht der Fall, ja. Also keine Ahnung, was sie da irgendwie gemacht haben, das weiß ich nicht. Dann dachte ich mir irgendwie so, ach guck mal, einen Rabbiner hatten wir jetzt auch noch nie bei der Wahhaben und wir hatten noch nie einen Rabbiner oder sowas, ne? Nee, ich glaube nicht. Jüdische Zombies hatten wir noch nicht, ne? Nee. Und das wäre ja vielleicht mal irgendwie so ein bisschen was gewesen. Oder du hättest auch in New York mit den ganzen, mit Chinatown und so, hättest ein bisschen was spielen können, ne? Das ist alles irgendwie nicht gemacht. Dabei wurde wirklich viel on location gedreht, habe ich noch gesehen. Also die haben wirklich nur New York, New Jersey, also New Jersey war dann irgendein Studio und ansonsten haben sie nur in New York gedreht. Also, und die Serie war sauteuer. Also die war wohl Gerüchten nach so teuer wie The Last of Us. Okay. Und ich weiß nicht,
an welcher Stelle, weil ich fand da auch viel von dem CGI, fand ich irgendwie ein bisschen schwach. Ja. Also, das Reh halt schon wieder. Dann gab es immer das Auto, diesen einen Dodge Charger oder was das da ist, oder diesen Mustang. Das, come on, ihr hättet doch noch einen Mustang irgendwo auftreiben können, damit man irgendwo durch die Gegend fahren kann. Er muss ja aus dem Rechner kommen jetzt. Ich habe übrigens eben das Reh vergessen. Natürlich, das ist auch eine Nahrungsquelle. Das machen sie auch wirklich. Die fressen ja da auch. Ja. Rehe. Gut, okay, gut. Aber wie viel Rehe wird es in New York geben? Also, halt, ich glaube jetzt auch nicht, dass es so viel gibt. Schön war das mit dem Fettberg unten in der Kanalisation. Aber auch da habe ich mich immer so gedacht, so, in jeder Ecke kamen halt Walker raus, auch wo sie kampiert, also sie haben überall, wo sie kampiert haben, haben sie geredet, dann fällt jemand was runter und schubs, kommen da ganz viele Walker. Ich dachte, ja, was habt ihr denn erwartet, was er ist? Also ich meine, Das war vor allen Dingen, also ja, sie gehen natürlich dann irgendwann durch die Kanalisation. Ich würde ja immer oben rumgehen, weil die Zombies, die einmal oben, also da müsste ja wieder Kletterzombies haben, die irgendwie diese Treppen hochlaufen können. Und das sind ja offensichtlich sehr seltene Zombies. Das heißt, ich würde immer nach oben in eine Wohnung gehen und da irgendwie die Tür zu machen, dann ist ja vorbei. Ja, keine Ahnung. Aber der Zombie, der unten da einmal gezeigt worden ist, der irgendwie dann plötzlich aus 20 Zombies entstand, der Maggie da angegriffen hat, den fand ich ganz innovativ eigentlich. Ja, aber auch da war das jetzt wirklich so ein, die klebten halt nur zusammen, oder? Die klebten zusammen, aber dann haben noch zwei, drei durch den Körper des einen durchgefressen. Ach so, ja, irgendwie sowas, ja, ja. Okay, ja. Aber nee, das war keine Mutation. Die haben einfach zusammen, waren verschmolzen. Okay. Ja. Also ich meine, jetzt wo du nochmal die Rückblicke auf Negan gesehen hast, findest du ihn jetzt wieder doof? Also hat es den von den Machern gewünschten Effekt bei dir ausgelöst? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Bei mir nämlich halt auch nicht. Nein. Ja? Also Negan ist skrupellos in dem Moment, wo er um seine Sache kämpft. Das wussten wir aber vorher. Für mich hat er sich da überhaupt nichts verändert. Auch nicht mit diesen, also Maggie stand ja immer irgendwie daneben, wenn er wieder grausame Sachen gemacht hat. So. Und hat sich dann daran erinnert, ja, und damals hat er ja Glenn kaputt gehauen. Mhm. Ja, hat er. Und ja, der hat immer grausame Sachen gemacht. Aber man könnte sagen, immer for a good cause. In der Nummer, in der er das halt gerade gesehen hat. Bei den Saviors würde man eventuell noch sagen, ja, am ersten komplett schlecht. Aber grundsätzlich hat Negan auch schon gezeigt, dass er halt weiterhin grausam ist. Nur dann halt für unsere Protagonisten. Und dann ist offensichtlich diese Grausamkeit nicht so schlimm. Aber das hat er jetzt ja auch gemacht. Er hat ja auch für unsere Protagonisten seine Grausamkeit gezeigt, wie diesen Typen da aufgeschlitzt. Der Gore-Faktor ist aber schon kräftig angezogen worden. Mit diesem Regnen und sowas. Also in beiden Serien ist der Gore-Faktor schon, also die Enthauptungen waren unmittelbarer, drastischer gezeigt. Und auch, dass er dem dann da den Bauch aufschlitzt und die Gedärme so rausholt. So, das wäre so in den 80ern noch auf dem Index gelandet. Ja. Ja, das ist schon so, aber ach, ich weiß nicht. Das ist mir, habe ich irgendwie keine richtige Meinung zu, ob ich das doof oder gut finde. Du ganz ehrlich, heutzutage guckst du es einfach so weg, ne? Aber genau. Ich muss halt einfach so sagen, so eine 18, also die Szene hätte mindestens 18 Freigabe und das Ding wäre auf mir nichts gelandet. Ja, und jetzt warten wir 16er Freigabe. Ja, wahrscheinlich, klar. Ich habe übrigens, das muss ich dazu noch sagen, Magenta TV. Ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht, um die Jugendschutz-PIN einzurichten. Leute, das muss anders gehen. Wirklich. Das muss anders gehen, als sich über die Weboberfläche bei telekom.de anzumelden, da dann den Code zu vergeben, dann seine Personalausweisnummer eingeben zu müssen, um den Personalausweis zuerst mal holen, das dann abzuspeichern und dann dauert es wieder 10 Minuten, bis es freigeschaltet ist in der App. Leute, das geht nicht. Warum geht das denn bei allen anderen Plattformen? Gut, weil alle anderen Plattformen darauf vertraust, dass du schon 18 bist. Ja. Beziehungsweise, dass die Eltern halt, also bei Sky gibst du halt, du kaufst halt Sky oder installierst halt Sky und da legst du halt einen Jugendschutz-PIN fest. Wenn halt die 14-Jährigen für ihre Eltern die App installieren, dann legen die halt den Jugendschutz-PIN fest. Ne? Also da vertrauen die halt dann eher auf das, ja, das ist, keine Ahnung, vielleicht unterliegt die Telekom
Warum sollte die Telekom strengeren Restriktionen unterliegen als alle anderen auch? Jugendschutz, Jugendschutz. Also, ist der Bund noch Anteilseigner der Telekom? Deswegen überlege ich ja gerade. Ja, aber dass sie es vielleicht so besonders genau machen wollen, keine Ahnung. Aber war schon mit Abstand das komplizierteste System, was ich kenne. Ja. Gut. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde gerne weiterhin Daryl in Frankreich gucken. Ich würde ungern weiterhin Dead City gucken, werde es aber natürlich tun, wenn da eine zweite Staffel kommt. Und ich freue mich ehrlich gesagt auf die Rückkehr von Rick und Michonne. Ja, ich freue mich ehrlich gesagt endlich mal darauf, wenn ich mal die ganzen Anteasereien, wenn ich da endlich mal so ein paar Payoffs für hätte. Ja, was mit dem CRM, was mit dem Commonwealth. Wir haben irgendwann einen Weltkrieg. Das CRM gegen die Franzosen. Unter New York, Jenner und New York unter Negan mit der Dame da. Und New Babylon ist dann im Endeffekt die Heimat. Wir müssen nur die religiösen Spinner da rausschmeißen. Und vor allem, was ich mir ja auch so frage, ist, entweder ich habe es vergessen, aber ich glaube, was nochmal einen interessanten Twist geben könnte, statt jetzt nochmal so ein New Babylon zu machen, fände ich es eigentlich viel lustiger, wenn man irgendwie sagen würde, da kommt jetzt plötzlich so eine Fraktion, die jetzt wirklich noch die Reste der offiziellen Regierung sind. Mhm. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, was ist eigentlich mit dem Staat passiert? Ja, was ist in Kanada, ist wahrscheinlich noch alles völlig in Ordnung. Ja. Ist wahrscheinlich nur in den USA alles abgefuckt. Ja, wir haben doch hab ich vergessen? Vergiss nicht, wir sind auf New York, wir sind auf Washington zugelaufen und haben einen Hubschrauber gesehen. Ja, okay. Gut, stimmt, genau. Das wird's gewesen sein. Nee, aber jetzt mal ohne Witz. Also, statt jetzt wieder so eine neue Fraktion einzuführen, die wieder ihren bekloppten Quatsch hat, fände ich es eigentlich mal ehrlich gesagt erfrischend, ich musste da gerade denken an, guckst du Handmaid's Tale? Nee. Aber jetzt, wo du Magenta TV hast, binge doch einfach mal Handmaid's Tale. Genau, das Schöne ist, es ist auch fertig. Du kannst es jetzt in einem Rutsch durchgucken. Es wird deine Laune nicht heben. Ja, das ist also definitiv, die ersten zwei Staffeln sind nichts für die gute Laune. Also die Grundprämisse kennst du? Auch wieder Postapokalypse, ne? Ja, also es gab mehrere Umweltschäden, Umweltkatastrophen, und die USA sind übernommen worden von einer Gruppe religiöser Fanatiker. So. Mhm. Und es gibt aber halt noch, und deswegen komme ich da drauf, noch eine offizielle USA oder provisorische amerikanische Regierung, die in Kanada sozusagen in der Diaspora im Exil ist. So eine Exilregierung, die aber eigentlich die offizielle ist. Die anderen haben so geputscht, man weiß nicht genau. Sowas wäre jetzt ehrlich gesagt, also deswegen habe ich auch bei Marshalls, so war ich so hellhörig, so ach guck mal, es gibt noch US-Marshalls. Das heißt, das würde mich mal interessieren, wenn also neben diesem CRM und dem Commonwealth und Hillside und bla bla, wenn es dann sozusagen irgendwo noch so 200 Kilometer rund um Washington, okay gut, da wäre jetzt Alexandria und so weiter eigentlich auch mit drin gewesen, aber irgendwo halt noch so, das ist hier der Mr. Walker und das ist hier unser US-Präsident, das war der letzte und das ist, also wenn es halt irgendwie noch so ein offizielleres Ding gäbe, das fände ich irgendwie ganz cool. Das wäre mal nochmal, weil dann hätte man auch mal eine Gruppe, und dann würde ich es nämlich mal so spielen, dass dann hier irgendeiner, Michonne, wer auch immer, dann dazukommt und halt mal nicht alles sprengt, weil sie halt dann mal sagen so, ah ja, das ist ja so wie früher, ah, das ist cool. Ach, guck mal, die haben auch noch Glücksrad und Jeopardy. Das ist doch super. Ja? War das irgendwann mal der Plan, dass Eugene zu einer Regierung hingebracht werden sollte? Ja, das hat er ja behauptet. Das hat er ja nur behauptet. Er hat ja nur behauptet, er hätte die Formel und müsste nach New York. Ja. Nach New York und nach Washington? Nach Washington. Ja, Washington. Ja, also, ich sag dir, am Ende sind es die Franzosen. Olaf Scholz wird es nicht werden. Es sind die Franzosen. Die Franzosen retten die Welt. Mhm. Einmal mehr. Mhm. Gott, Olaf. Stell dir mal vor. Zombie-Apokalypse kommt und Olaf Scholz ist unser, immer ganz ehrlich, Armin Laschet wäre halt auch nicht, ne? Also, das wäre halt beides wie erdoomt. Ja. Ich möchte mir das grundsätzlich nicht vorstellen bei keinem unserer Politiker, dass die, also ohne jetzt völlig politisch kritisch zu sein, ich möchte mir bei niemandem vorstellen, dass die Zombie-Apokalypse ausbricht und der ist jetzt unser Herrscher. Nein, bitte nicht. So. Also vielleicht auch weltweit schwierig gerade, mir irgendeinen Politiker vorzustellen, der dann ein guter Herrscher wäre. So. Ich weiß halt auch gar nicht, ob die Alternative sofort immer gleich halt
Also ich weiß halt einfach nicht, ob die Alternative immer sofort dann gleich dieses komplette Totalitäre sein muss. Also das sehe ich halt irgendwie nicht. Aber du hast ja in unserem letzten Cast schon gesagt, dass halt Kirkman, das halt so sein Ding ist, dass er es halt so sieht und dann so no hope, no future. Okay, ich hab damit auf so einer Metaebene, wie gesagt, halt so mein Problem. Und dann stelle ich mir halt so vor, ja, in Deutschland wäre halt einfach alles schon wieder aufgeräumt und sauber und gibt's auch keine Zombies mehr. Mal unabhängig von irgendwelchen Klischees. Wir wollen es ja irgendwie alle auf Dauer sehen und ich weiß nicht, ob Kirkman das auch in den Comics irgendwann mal erzählt. Also dafür kenne ich die Comics so schlecht. Aber wir würden ja gerne mal sehen, wie irgendwie was wirklich Neues aufgebaut wird, wie wir die Hannah von den Serienjunkies nennen sie immer Hanseporn. Wir wollen im Prinzip Handel sehen. Wir wollen sehen, wie Handelsstrukturen neu aufgebaut werden. Wir wollen Bündnisse sehen, die aufgebaut werden, die nicht sofort gesprengt werden, dadurch, dass da nur Psychos an der Herrschaft sind. Irgendwie. Und da schafft es Kirkman gerade nicht so den Turn in Richtung einem funktionierenden System zu machen, außer vielleicht über Religion. Und das, vielleicht ist es dann über New Babylon oder ist es über die religiösen Leute, die in Mont-Saint-Michel sitzen und offensichtlich ja auch überall Zellen in Frankreich aufgebaut haben. Ja, aber dann hätte ich ganz gerne auch gerne noch eine Humanistengruppe. Ja. Bitte noch für mich eine Agnostiker- oder Atheistengruppe auch noch. Ja. Dann kann ich auch irgendwo bonden. Ja. Weißt, wo du gerade sagst, Kirkman und Comics und so weiter, ist dir aufgefallen, jetzt gar nicht mehr explizit jetzt bei nur The Walking Dead, aber da ist es mir jetzt aufgefallen, dass es mir aufgefallen ist, dass egal, ob du Untertitel eingeschaltet hast oder nicht, seit 4-5 Wochen bei allen Serien der Punkt, wenn da steht created oder auf einer Idee von, wird immer auf Deutsch eingeblendet. Egal, ob du Untertitel hast oder nicht. Also nee. Du guckst den Vorspann und dann kommt dann, was weiß ich, based on Comics bei Robert Kirkman. Und das wird deutsch untertitelt. Das ist mir bei Monarch aufgefallen, basiert auf dem Touhou Kaijo bla bla Universum. Mhm. Und jetzt müsste ich nochmal eine neue Serie gucken, die ich jetzt gerade nicht, aber ich könnte mir vorstellen, ist das, vielleicht weiß das jemand unserer Hörer, ist das eine Gesetzesänderung oder ist das irgendwie so ein Ding, was die bei dem Streik jetzt durchgesetzt haben, dass das so, weil sonst wird nichts untertitelt, also die Musik nicht, Director nicht, bla bla, also steht sonst nirgendwo da, nur wessen Idee das war. Müsste man jetzt mal gucken, ob bei einer neuen Star Trek Serie der Gene Roddenberry Credit dann auch extra landessprachlich untertitelt ist. Vielleicht weiß das ja jemand, ob das so ein Ergebnis von dem Streik ist, dass sie das jetzt machen. Ja, das könnte sein. Kram, ne? Ja. Also mir ist es noch gar nicht aufgefallen, aber ich werde mal beim nächsten Mal drauf achten. Beim nächsten Mal, wenn wir denn zum Beispiel auch wieder eine Walking Dead Serie sehen. Wann kommt denn jetzt diese... Ja, wie ist denn der Ausblick jetzt? Wie geht's denn weiter? Also es soll ja ehrlich gesagt so lange laufen, bis es niemand mehr interessiert. Immerhin noch 500.000 Menschen knapp drüber haben jeweils die Folgen geguckt. Konstant auch. Ist nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie es weitergeht. 25. Februar läuft die Rick Michonne-Serie The One Who Wants to Live an in den Staaten auf AMC. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen, obwohl, so weit müssen wir wahrscheinlich nicht drauf warten. Ja gut, jetzt Dead City kam jetzt schon, was kam jetzt als letztes? Daryl Dixon. Mhm. Das kam jetzt schon sehr spät. Also das war im Juli in den USA. Das war jetzt schon ein bisschen später. Tja. Und ansonsten World Beyond Staffel 2, glaube ich, wäre dann das Nächste, was kommt. Ne? Da freue ich mich ja tierisch drauf. Oder? Kommt das überhaupt noch? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich gebe halt einfach die Hoffnung nicht auf, dass ich irgendwann noch mal ein bisschen mehr von dem... Ah nee, Staffel 2 lief sogar schon. Die haben wir schon gesehen, genau. Ach, dann ist ja vorbei. Das ist vorbei, ja. Tja. Also wir haben eine zweite Staffel von Dead City und Daryl Dixon, die sind auch beide, glaube ich, schon angekündigt. Mhm. Dann die Rick Michonne-Serie und das war's im Moment, glaube ich. Na gut. Ja, ich meine, 2025 geht's erst weiter mit The Last of Us, das wird also noch ein bisschen dauern. 25, eieieiei. Okay. Hab ich recht, ja? Du hast recht, ja. 2025 wird uns die zweite Staffel The Last of Us erwarten. Es gibt aber jetzt erste Drehstart, ist jetzt bekannt gegeben worden. Also, von daher, 25 geht's erst weiter mit The Last of Us zweite Staffel. Da wird's euch also noch ein bisschen Zeit abverlangen und etwas Geduld abverlangen.
Aber soweit ich weiß, geht's nächstes Jahr auf jeden Fall schon mit ein paar Walking Dead Sachen weiter. Und vielleicht haben wir jetzt ja auch Zeit, dann doch mal Fear the Walking Dead durchzubingen. Ich sehe schon, Begeisterung kennt keine Grenzen. Wer weiß. Aber wir werden erstmal uns, glaube ich, auf jeden Fall wieder treffen, wenn hier die Rick Michonne-Serie gelaufen ist. Und dann werden wir die Rick Michonne-Serie besprechen. So sieht's aus. Wieder nicht Folge für Folge, sondern erstmal die gesamte Staffel. Ja, gucken wir mal, wenn das nur 6 Folgen sind, dann vielleicht die gesamte Staffel, weil es wird ja auch, glaube ich, auf einen Schlag released und dann ziehe ich mir das auch ehrlich gesagt immer am Stück rein oder zumindest in 2-3 Tagen und dann finde ich es immer schwierig, 2 Folgen zu besprechen, wenn ich die nächsten 2 schon längst gesehen habe. Das ist Quatsch. Ja? Wenn das Woche für Woche kommt, dann sind wir sicherlich wieder im 14-tägigen Rhythmus am Start. Sollte das auf einen Schlag veröffentlicht werden, dann werden wir die ganze Staffel besprechen. Wenn ihr uns natürlich euer Feedback geben wollt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das tut. Am besten auf WhatsApp oder als Sprachnachricht unter die 015259647709 oder ihr schickt uns eine E-Mail an info@nerdizismus.de oder ihr kommt auf unseren Discord, nerdizismus.de/Discord. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr eine Tasse oder ein T-Shirt oder ähnliches bei nerdizismus.de/shop holt. Und deswegen, lieber Andreas, schau mal, ich hab schon von Discovery Merch und jetzt kriegst du auch eine Nerdizismus-Tasche, Tasse. Ja, kriegst du jetzt natürlich auch. Das ist toll. Die ist wunderschön. Also ich kann euch nur empfehlen, geht mal in den Shop und so kauft sieht's sie. Aus. Ja, so der nerdige Podcast. Aus. Ja, so sieht's sehr, aus. Sehr gut. Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen bei Podcast Addict und bei iTunes und bei Spotify. Und wenn ihr uns euren Freunden empfehlt, sofern sie noch The Walking Dead gucken, dann freut uns das natürlich auch. Andreas, dir vielen Dank. Wir werden jetzt hier noch ein leckeres IPA, ein paar kurze, einen Wein, ein Killepitch, Valhalla, unseren finnischen Kräuterlikör verpusemuckeln und dann friedlich in unsere Betten fallen und von Walkern träumen. Und bei dem, was immer ihr auch getan habt, während ihr uns gehört habt, vielen Dank fürs Einschalten, eure Zeit und bis dann. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.